Gartenhofstraße 7 in Zürich. Während Marie Hüni sich vor allem für die einheimischen Arbeiterinnen einsetzte, lebte und arbeitete in diesem Haus eine Frau, die sich mit den internationalen Aspekten der Frauenfrage befasste. Clara Ragaz. Vor und während des Ersten Weltkrieges setzte sie sich in zahlreichen kritischen Vorträgen und Publikationen mit der Haltung der Frauen zu Politik, Militarismus und Frieden auseinander. Dass die Frau schwach und politisch rechtlos, mangelhaft orientiert und organisiert, wie sie ist, in die mächtigen Speichen des Weltgeschehens nicht einzugreifen vermochte, das ist ihr gewiss nicht zu verargen. Aber dass sie diesem Weltgeschehen gegenüber im Allgemeinen nicht eine andere Stellung eingenommen hat, das ist tief betrübend. Die Mehrzahl der Frauen der kriegsführenden Länder machten mit in Kriegsbegeisterung, in Bewunderung der Kriegstechnik und Kriegsorganisation, in Hass und Verachtung gegenüber dem Gegner. Gewiss haben die Frauen Großartiges geleistet an Hilfsarbeit, an Pflegedienst, an Opferbereitschaft. Aber sie haben ihre Männer und ihre Söhne nicht nur ziehen lassen, nein, sie haben sie zum Hinausziehen aufgefordert. Sie haben zu Hause, freiwillig oder durch die Verhältnisse gezwungen, aber auf jeden Fall ohne Murren, harte Entbehrungen auf sich genommen. Aber sie haben es geleistet für den Krieg, nicht gegen den Krieg.